Wir haben uns mit dem Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl, Stefan Vogel, für die AfD getroffen, hier am Fichteturm. Es ist einer Ihrer Lieblingsorte. Warum? Ja, unterhalb des Fichteparks und des Fichteturms liegt die Westendstraße. Dort habe ich die ersten 32 Jahre meines Lebens verlebt, gewohnt. Ich bin in der Auferstehungskirche, die hier auch in der Nähe liegt, getauft und konfirmiert worden. Und gleichzeitig bin ich in der 39. und 49. Schule, Grundschule in die Schule gegangen und habe die ersten 10 Schuljahre auch hier verlebt und verbracht. Auf der Promenade bin ich als Kind ausgeführt worden und unterhalb des Fichteparks auf dem Kinderspielplatz da auch meine Kindheit zum Teil auch mit verbracht. Eine sehr, sehr schöne Gegend, an die ich mich immer sehr gerne zurückerinnere. Wir bei Radio Dresden sprechen darüber, wir lieben Dresden. Warum lieben Sie Dresden? Einmal, dass es meine Heimatstadt ist, dass ich auch den Vergleich ziehen kann mit vielen anderen wunderschönen Städten in Deutschland und Europa. Dresden ist eine Kunst, ist eine Kultur, ist eine Bildungsstadt, hat auch entscheidenden Einfluss auch auf die Belange von Sachsen. Eine starke Wirtschaft, die noch stärker werden könnte und auch müsste. Eine wunderbare Umgebung, Vergleiche, die wirklich Dresden da mit anderen sehr, sehr schönen Städten da nicht scheuen brauche. Warum wären Sie der beste Oberbürgermeister für Dresden? Weil ich mich, glaube ich, in Dresden am besten doch mit auskenne, am meisten auch mit identifizieren kann. Ich Dresdner bin, ganz genau weiß auch, wie die Dresdner Bürger auch ticken. Und denke auch einen sehr, sehr guten Draht zu den Dresdnern zu haben und ihn auch weiter auch ausbauen zu können. Was machen Sie als erstes, wenn Sie die Oberbürgermeisterwahl gewinnen würden? Ich werde zunächst erstmal sehr, sehr viele Fragen stellen. Sehr, sehr viele Fragen in der Verwaltung, im Rathaus, die Themen, die mich beschäftigen, in Fragen hinsichtlich jetzt der Verwaltung stellen, um dort für mich dann auch einen entsprechenden Masterplan auch aufzustellen. Und wen wählen Sie am 7. Juni? Mich. Vielen Dank, Stefan Vogel, Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl von der AfD.